Hallo und herzlich willkommen heute wieder mit einem neuen Toy Review, diesmal mit Transformers Animated Voyager Lugnut. Ja, die Figur ist ziemlich nice. Ich freue mich heute, euch natürlich diese Figur präsentieren zu können, denn es ist mit einer meiner Lieblingsfiguren der Animated Line. Auch wenn sie einige kleine Schwachstellen hat, aber dazu später mehr. Geliefert wird diese Figur natürlich einmal als Voyager-Figur selbst in einem typischen Voyager-Karton mit einer typischen Anleitung. Auch hier ist die Transformation sehr simpel gehalten. Etwas mehr Schritte wie bei Grimlock. Insgesamt sind es 10, bei Grimlock waren es 8. Trotzdem sehr schön gemacht. Auf der Rückseite wie immer nichts. Ja, geliefert wird er mit einer Waffe, einer sogenannten Powerkeule. Ja, dazu aber später mehr. Die legen wir jetzt erstmal zur Seite. So, die Figur legen wir auch zur Seite und ich präsentiere euch natürlich erstmal den Karton. An der Seite sehen wir hier Bulkhead und Grimlock in der Voyager-Version und natürlich einmal nochmal das schöne Decepticon-Logo. Auf der Rückseite sehen wir ganz groß Lugnut und ja, einmal im Robotermodus, einmal im Flugzeugmodus und ja, ich finde, Lugnut ist eine ziemlich geile Figur. Er ist wirklich Megatron absolut treu ergeben, aber er ist ein kleiner, ja, ich würde sagen, Idiot. Er ist mit Intelligenz nicht wirklich gesegnet, was ich schon ein bisschen heftig finde bei so einer Figur. Aber das zeigt natürlich mal wieder, dass die Größten nicht die Schlauesten sind, dafür aber die Brutalsten. Denn wenn er einmal zu Haut bleibt, wirklich kein Stein auf dem anderen. Ja, geliefert wird er mit, wie gesagt, nur dieser Powerkeule. Ansonsten hat er noch die Galactic Ability und die werden gerade, wird auf Cybertron nach Corn Crusher genannt. Und also das ist quasi sein cybertronischer übersetzter Name, K-On Crusher. Und ein Sternenkern versorgt den Streitkolben mit eigener Energie und er lernte in der Grand Arena kämpfen. Ja, und ansonsten sehen wir hier einmal sein schönes, großes Artwork mit diesem einen Auge, was ich sehr geil an dieser Figur finde. Und er hat ein kleines Automorph-Feature, was ich sehr schön finde. Dazu gehen wir jetzt auch gleich mal über. Wir haben einmal, wie gesagt, die Figur, die wird geliefert in einem sehr dunklen, lilanen Ton, was ich schon sehr schön finde. Ja, man sieht natürlich jedes kleine Staubkorn, was ich ein bisschen nervig finde an dieser Farbe. Ansonsten wird sie geliefert in diesen Mintfarben dann noch, an den Flügeln, an den Waffen, überall. Ist ein leichter Metallic-Ton mit drin, das heißt also, es glänzt wirklich leicht silbern. Wir sehen hier einmal ein goldenes Decepticon-Symbol und hier hinten ist eine Powerkeule quasi mit einmal dran. Die Turrets hier oben lassen sich auch teilweise drehen. Was ich auch sehr schön finde. Auch hier vorne die Turrets lassen sich alle drehen. Ein sehr schönes kleines Detail. Die Scheiben vorne sind komplett durchsichtig. Auch sehr schön gemacht. Ja, und ansonsten sehen wir hinten noch die Turbinen. Er hat auch ein Landegestell, das heißt zwei. Einmal hier vorne ein kleines mit zwei Rädern. Das lässt sich auch drehen. Und nochmal hier eins mit zwei Rädern, was sich auch nochmal einklappen lässt. Hier oben sehen wir nur ein bisschen seiner Füße. Ansonsten ist die Figur wirklich echt gut gelungen. Und auch von der Transformation her sieht man nicht sehr viel vom Robotermodus. Klar, die Hände stecken unter den Flügeln, aber sind schön versteckt. Obwohl ich zugeben muss, dass für einen Bomber diese ja, bombenartigen, wir sehen hier diese zwei Flügel, bombenartigen Arme doch ein bisschen überdimensioniert sind. Aber gut, das kennen wir halt von der Animated Line. Da sind die Charaktere alle ein bisschen unproportional. Ja, das Negative, was ich von dieser Figur nannte, ist einmal hier vorne diese Scheibe, ist hier locker, sie lässt sich nicht zusammenklippen. Angeblich schon, aber es hält nicht wirklich. Wir sehen hier diese Schiene innen drin, die soll eigentlich hier einrasten, aber leicht gegenkommen und ist schon wieder offen. Nächster Nachteil sind die Turbinen, die sich hier mit diesem Automorph-Feature der Waffe quasi eigentlich fest verbinden sollten. Tun sie aber nicht und die klappen hier immer wieder auf, was ein bisschen nervtötend ist, finde ich. Ansonsten, wie gesagt, sehr schön gemacht. Die Verwandlung der Figur ist auch relativ simpel. Dazu komme ich jetzt. Wir nehmen zur Verwandlung erst einmal die Waffe ab.
klappen sie natürlich jetzt auseinander. Hier unten ist ein kleiner Knopf. Wenn wir auf diesen Knopf drauf drücken, stimmt. Entschuldigung, das habe ich vergessen. Das ist ganz schön. In den Pfosten hatte ich hier diesen kleinen Pin. Der wird hier reingedrückt und dann kann man, wenn man hier unten auf diesen Pin drückt, quasi diesen Streitkolben verwandeln. Das ist quasi eine kleine Sicherung, dass das nicht so passiert. So, den Streitkolben haben wir rausgenommen. Als nächstes klappen wir die Flügel nach oben. So. Lösen die Arme hier unten einmal ab. Ebenso. Drehen hier diese Arme komplett nach vorne. So. Ist eigentlich schon 50% der Verwandlung quasi. Anschließend klappen wir hier an der Seite diese Paneele auf. Klappen die nach oben. Die werden hier mit kleinen Stiften quasi in diesen Löchern hier befestigt. Ihr seht hier einen Stift, da das Loch. Anschließend klappt er hier die Füße nach unten weg. So. Zieht dann die Beine hier außen raus. Die werden nämlich hier mit diesen kleinen Stiften an der Seite festgehalten. Lösen die komplett. Drehen die Beine nach unten weg. So. Drehen jetzt bei gehaltenen Füßen das ganze Oberteil nach vorne. Klappen einmal hier diese Pins neben dem Landetriebwerk einmal hier unten nach vorne. So, die Beine klappen wir schon mal in die richtigen Position. Anschließend kommt das nette Automorph-Feature. Wir klappen diese komplette Rückenfront nach vorne und schon verwandelt sich der Rücken des Flugzeugs in den Kopf und der Brustkorb klappt automatisch zusammen und gibt den Brustkorb quasi von Lacknut frei oder besser gesagt formt ihn. Ein sehr schönes Feature, das heißt, wir haben wirklich hier mit diesem Rückenteil, das Teil müssen wir wieder manuell zusammenklappen, den Kopf, den wir bei ganz vielen Figuren kennen, dass er sich verwandelt, plus halt den Brustkorb, um alles zusammen mit nur einem Hebel quasi, der betätigt wird. Sehr, sehr, sehr schön, finde ich. Ja, und ansonsten können wir jetzt die Arme noch ein bisschen gerade drehen, indem wir die Triebwerke nach oben drehen. Und schon ist Lacknut quasi fertig verwandelt. Wir können jetzt hier hinten noch diese Rückenpaneele entweder oben lassen oder ihm quasi hier hinten wieder einklappen. So, das ist euch überlassen. Ich bevorzuge es, dass sie so nach oben geklappt sind. Es gibt ihm doch ein bisschen mehr Tiefe. Ja, wie gesagt, das ist Lacknut mit seinen Powerfäusten. Und diese Fäuste lassen sich auch öffnen, indem ihr diese Flügel nach vorne zieht. Und schon öffnen sich quasi die Hände. So. Und seine Pistolen werden quasi dadurch auch frei. Das heißt, ihr könnt ihr ihn automatisch sehen. Sehr schön. Er hat dann quasi hier einmal am Brustkorb die Waffen. Die könnt ihr nach oben noch drehen, natürlich in Position bringen. Habt dann hier an der Seite noch die Handfeuerwaffen, die er quasi hat. Und zu diesem Feature, was ich euch vorhin sagte, könnt ihr natürlich noch ihm hier diese Waffe auf diesen Waffenslot hier drücken. Bitte aufpassen, ihr müsst mit einem Finger immer hier einen dieser Flügel nach vorne drücken. Ansonsten, wenn ihr es hier reinklappt, klappt zu und das war's. Immer schön nach vorne gedrückt halten, schön reindrücken. Jetzt könnt ihr auch die Fäuste sich schließen lassen. Jetzt hält er quasi die Waffe fest. Und wenn ihr jetzt quasi eben diese Waffe hier unten auf den Boden drückt, verwandelt sich im Normalfall, was bei dieser Waffe irgendwie ein bisschen schwerfälliger ist bei mir, der Streitkolben. Ihr seht, er klappt nach oben, die Flügel. Und schon seht ihr hier dieses schöne Muster mit den Warnsymbolen. Und die Seitenflügel werden hier oben wie so eine Art Morgenstern quasi. Sehr schön. Und schon hat er seine Waffe. Lacknut gefällt mir sehr gut. Er ist, wie gesagt, von Farben her absolut toll gemacht. Er macht auch so als Figur sehr viel aus. Und wer Megatron liebt und auch die Animated Line liebt, sollte diese Figur auf jeden Fall in seiner Sammlung haben. Ja, und ansonsten die Beweglichkeit der Figur ist typisch. Ihr könnt einmal hier einmal die Beine nach oben drehen, das Kniegelenk nach unten bewegen. Ihr könnt einmal hier die Beine seitlich drehen, um quasi hier vielleicht die Beine ein bisschen mehr posenartig zu stellen.
Hier unten die Füße lassen sich ein bisschen runterklappen. Die Arme lassen sich um 360 Grad drehen. Wir lassen sich zur Seite drehen. Die Ellenbogen lassen sich nach oben und nach unten drehen. Und ja, die Arme, wie gesagt, können schnapperartig geöffnet und geschlossen werden. So, geben natürlich dann auch die Waffen frei. Kannst auch so ein bisschen nur schließen. Und ja, der Kopf ist leider fest montiert. Der ist in einem Guss mit dem Rückenmodul. Ihr könnt ihn nicht seitlich drehen, nicht nach oben, nicht nach unten drehen. Nach oben kippen geht nicht. Ihr könnt nur leicht mit der Transformation ja nach unten drehen. Aber das sieht nicht so schön aus. Das heißt, die Figur ist wirklich starr vom Kopf. Sehr schade. Aber trotzdem, wie gesagt, wie ihr seht, eine sehr schöne Figur, die wirklich was hermacht. Und ja, ich bin echt stolz, sie zu haben. Aber mir ist gerade aufgefallen, ich habe eine Sache vergessen, die für die Transformation sehr wichtig und entscheidend ist, damit die Figur auch steht. Ich habe vergessen, hier unten die Füße rauszudrehen. Mein Fehler. Aber mir passieren leider öfters mal diese Fehler bei der Transformation. Bitte nehmt es mir nicht für übel. So, und jetzt steht die Figur natürlich auch deutlich besser. Ihr seht selbst, wie gesagt, die Figur macht einiges her. Die Bemalung ist echt gut gelungen. Sie ist eigentlich nur, ja, sehr schlicht gehalten. Aber durch diese Färbung an den Händen und auch hier diese Scheiben an der Seite vom Brustkorb macht die Figur natürlich vom Farbdesign her wieder ordentlich was wett. Und nur, falls ihr es nicht sehen könnt, ich versuche mal vielleicht mit der Kamera einzufangen. Dieses Gelbe hat einen leichten Metallic-Schimmer, genauso wie ihr seht, auch in dem Grün. Das heißt, es ist wirklich metallisch, was natürlich auch schon mal wieder ordentlich an dem Aussehen der Figur natürlich was verbessert. Ja, wie gesagt, das war's ansonsten soweit. Hinten ist die Figur strikt lila. Es ist jetzt nichts groß, wo man sagen könnte, wow, tolle Sachen, die er noch hinten drauf hat. Nein, ihr könnt die Waffe natürlich noch hier hinten befestigen, wenn ihr sie ihm nicht in die Hand geben wollt. Das zeige ich euch auch einmal. Dazu klappt ihr einfach nur die Waffe wieder hier im Griff zusammen. So. Und klippt die einfach hier hinten einmal dran. Ja, und so habt ihr die Figur quasi dann auch im Robotermodus, wie ihr sie hinstellen könnt. So. Ein bisschen backlastig natürlich jetzt durch die Waffe. Aber die Figur macht was her. Es sieht einfach geil aus. Ganz ehrlich. Die Figur ist vom Größenvergleich. Ja, was soll ich groß als Vergleich zeigen, was jetzt irgendwie die Figur nicht zu klein wirken lässt? Ich zeige euch jetzt einfach mal, wie ich es öfters gerne mal tue, die Voyager-Figur Grimlock. Und hier seht ihr natürlich, für eine Voyager-Figur ist die Figur viel zu klein. Und ja, dafür ist sie aber sehr massiv. Also von Details her und auch von dem, was diese Figur bietet, muss ich ganz ehrlich sagen, lohnt sich die Figur, und da die Animated-Figuren bei eBay meistens im unteren zweistelligen Bereich sind, schnappt zu, holt euch die ganze Toy-Line. Ihr könnt euch nicht beschweren. Es ist eine schöne Line, die zwar ein bisschen seltsam manchmal ist und mehr in Richtung Comic und für kleine Kinder geht, trotzdem ist diese Figuren-Line einfach etwas Schönes. Mehr kann ich einfach nicht dazu sagen. Bevor ich mich aber jetzt wiederhole oder wie auch immer, kommen wir zur Bewertung der Figur. Die Figur ist im Fahrzeugmodus sehr schön gemacht, sehr kompakt, sehr schlicht. Es wackelt nichts groß hin und her, dafür volle 10 Punkte. Im Robotermodus ist die Figur massiv, bulky, richtig toll und von der Beweglichkeit eigentlich auch nicht wirklich groß eingeschränkt. Auch hier die Optionen mit den Waffen in den Händen finde ich sehr schön. Ich zeige es euch noch einmal. Das macht echt was her. Und auch natürlich mit der großen Faust, ja gut. Es ist halt wie ein Bulldozer quasi. Er reißt Sachen ein. Das ist natürlich dann schon sehr schön. Und muss ich hier ganz ehrlich sagen, hat die Figur in meinen Augen auch im Robotermodus volle 10 von 10 Punkten verdient. Und ja, overall 10 von 10 Punkten. Viele werden sich fragen, was für eine Animated Line 10 von 10 Punkten? Ich stehe dazu. Ja. Das war's für heute. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich abonnieren würdet und auch in meine nächsten Toy Reviews natürlich reinschauen würdet. Wir sehen uns das nächste Mal. Bis dahin, euer Rexfor.